ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Willkommen zum Gottesdienst an diesem Sonntag hier aus Heide in Dithmarschen. Schön, dass Sie uns zuhören und mit uns gemeinsam diesen Gottesdienst feiern. Jubilate heißt dieser Sonntag in der Osterzeit. Mit Liedern, biblischen Texten und einer kurzen Predigt hören wir davon, was durch die Auferstehung Jesu alles schon neu werden kann. Hoffentlich weckt das auch bei Ihnen zu Hause Freude. Eigentlich hätten wir hier in Heide an diesem Wochenende die ersten Konfirmationen gefeiert. Die Vorfreude war groß, wir waren auf Abschlussfreizeit am Plöner See, haben unseren Vorstellungsgottesdienst mit der Gemeinde gefeiert. Alles war so gut wie fertig. Aber nun heißt es warten. Auf einen neuen Termin, auf Antworten auf die Frage, wie die Konfirmationen stattfinden könnten. Umso mehr freue ich mich, dass neben Beke, die sie eben schon begrüßt hat, noch Lara, Nils und Mathis aus der Gruppe der Konfis an der Erlöserkirche an diesem Gottesdienst beteiligt sind. So ist es zwar immer noch kein Konfirmationsgottesdienst, aber in dieser Wartezeit zumindest ein schönes Zeichen der Verbundenheit. Und ein Segen ist in diesem Gottesdienst ja auch zu hören. Außerdem feiern heute Kantor Franz Spenn für die Musik, Pastor Andreas Sonnenberg mit der Predigt und ich, Pastor Dennis Pistol, mit Ihnen. Und auch diesmal gilt unser besonderer Dank Stefanie Spenn für den Ton und Bildschnitt. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jauchzt Gott, alle Länder der Erde, spielt zum Ruhm seines Namens, verherrlicht ihn mit Lobpreis. Er hat uns in die Freiheit geführt, verherrlicht ihn mit Lobpreis, singt Halleluja. Alle Welt bete dich an und singe dein Lob, denn staunenswert ist dein Tun an den Menschen. Jauchzt vor Gott, alle Länder der Erde, spielt zum Ruhm seines Namens, verherrlicht ihn mit Lobpreis, er hat uns in die Freiheit geführt, verherrlicht ihn mit Lobpreis, singt Halleluja. Das Meer hast du verwandelt in trockenes Land, wir schritten zu Fuß durch den Sturm und waren über dich voll Freude. Preiset Gott, alle Völker der Erde, lass sein Lob laut erschallen, denn Gott erhielt unser Leben und ließ unseren Fuß nicht wanken. Verherrlicht ihn mit Lobpreis, er hat uns in die Freiheit geführt. Wir hören das Evangelium für diesen Sonntag aus dem Johannesevangelium im 15. Kapitel. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen, wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren.
Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Jubelt und freut euch über den Herrn, er hat Großes an uns getan. Jubelt und freut euch, fürchtet euch nicht. Halleluja, Halleluja. Jubelt und freut euch über den Herrn, er hat Großes an uns getan. Jubelt und freut euch, fürchtet euch nicht. Halleluja, Halleluja. Jubelt und freut euch über den Herrn, er hat Großes an uns getan. Jubelt und freut euch, fürchtet euch nicht. Halleluja, Halleluja. Wir leben in schweren Zeiten. Nicht nur wegen Corona. Die Schrecken der Pandemie werden uns ja an jedem Abend in Sondersendungen serviert. Mittlerweile mag ich sie mir nicht mehr anschauen. Und unter den Einschränkungen leiden wir alle. Auch unsere Kirche leidet. Seit Wochen keine Gottesdienste oder Gemeindeveranstaltungen mehr. Ostern ein Totalausfall. So etwas gab's noch nie. Wir leben von und aus der Gemeinschaft heraus. Gottes Wort braucht Kommunikation, auch mit allen Sinnen. Der Glaube ebenso. Wie soll das gehen in Zeiten von Desinfektion, Abstand oder freiwilliger Mundschutzisolation? All die neuen, auch findigen Gottesdienstformate, die jetzt überall digital aufpoppen, manchmal sensationell, manchmal frech, ungewohnt bestimmt, redlich, ehrlich bemüht. Und doch erreichen wir so oft nur diejenigen, die eh schon gut unterwegs sind in den digitalen Medien. Dagegen wirkt unser guter alter Sonntagsgottesdienst wie hartes Schwarzbrot, etwas dürre, trocken, kräftig im Geschmack, aber schwer zu kauen. Ich vermisse ihn trotzdem. Ich mag Schwarzbrot. Fast ein Gegenbild liefert der Predigttext aus dem Johannesevangelium. Vom Weinstock und den Reben. Wein kennen wir im hohen Norden ja eher in der Flasche. Aber wo jetzt überall die Natur und die Gärten im Frühling prachtvoll erwachen, können wir uns in das Bild hineindenken. Da gibt sich einer viel Mühe. Ja, steckt jemand etwas rein in seine Arbeit. Weinstöcke werden gepflegt und gehegt, beschnitten, bewässert, der Boden bereitet, mit der Hoffnung, dass daraus einmal ein herrlicher Wein wird. Gott Vater als Weingärtner, Jesus als der Weinstock und wir als Gemeinde, Gemeinschaft der Reben. Jesus erzählt der kleinen Schar seiner Jünger diese Geschichte zum Abschied. Und er betont, dass er, der Sohn, in seiner Aufgabe auf Gott, den Vater, angewiesen ist. Und die kleine Schar der Jünger sei auf ihn angewiesen, ihren Herrn, wenn ihr Leben Früchte tragen soll. Ist es das, was Jesus uns auch heute sagen will? Ihr seid auf mich angewiesen. Rebe sein ohne Weinstock, das geht nicht. Christin sein oder Christ sein ohne Jesus geht auch nicht. Sollte eigentlich klar sein, wird aber oft vergessen. Anständig und ehrlich leben, das kann ich auch ohne Jesus und ohne Glauben, meinen heute viele. Mag sein. Aber Jesus hat sich nicht mit Anstand und Ehrlichkeit begnügt, sondern alles daran gesetzt, auch die wieder in die Gemeinschaft hereinzuholen, die am Glauben zweifeln, die das Vertrauen in den liebenden und menschenfreundlichen Gott verloren hatten. Und manchmal gehöre ich doch selbst zu diesen. Denn kann man nicht verzweifeln, was nicht nur in Corona-Zeiten alles schiefläuft auf dieser Welt?
fühle ich mich nicht oft so klein in meinen Möglichkeiten und die Probleme dagegen so unendlich groß? Da sagt Jesus zu mir, du brauchst nicht in deiner Angst vergehen. Du musst dir die Nahrung für dein Leben als Christ nicht mühsam irgendwo zusammensuchen. Ich gebe sie dir, solange du mit mir in Verbindung bleibst. Ich sorge dafür, dass dein Glaube wächst und gute Früchte trägt, aus dem am Ende ein guter Wein wird, der Freude verbreitet und Zeichen setzt. In diesen Zeiten heißt das Rücksicht nehmen auf die, die kein Risiko eingehen dürfen, weil sie alt oder krank sind. Also Abstand halten. Nicht selbst zu Virenschleuder werden, deshalb Mundschutz tragen. Und Geduld haben mit meinem Wunsch nach Normalität und alter Freiheit. Meine Sehnsucht nach dem alten Leben noch etwas dämpfen. Und schauen, wo ich jetzt helfen kann. Die, die auf sich selbst geworfen sind, in Isolation und Angst nicht allein lassen, sondern an deren Türen klopfen. Und mit Sicherheitsabstand fragen, wie es denn geht und ob es geht. Oder öfter mal zum Telefonhörer greifen und Nummern wählen, die ich lange nicht mehr gewählt habe. Gesten der Nächstenliebe, aktiv oder passiv, die damit auch die Schwächeren wieder in mein Blickfeld rücken. Und signalisieren, wenn ich mal wieder down bin. Wir schaffen das, ich schaffe das. Denn mein Herr ist meine Quelle der Kraft. Schwarzbrot und ein Glas herrlichen Weins, ein Stück Käse oder etwas Wurst, ein sommerlicher Salat, für mich ein Bild der Freude und der Leichtigkeit, der Hoffnung auf den Moment, wenn wir wieder zusammenkommen werden, um uns zu begegnen, zu feiern, zu singen und fröhlich zu sein. In schweren Zeiten helfen Gedanken an eine hellere Zukunft. Ihr seid auf mich angewiesen, sagt Jesus, und hält doch nichts zurück, sondern gibt es reichlich aus an uns. Amen. Gemeinsam mit euch und ihnen wollen wir Fürbitte halten. Das Herr, erbarme dich, können Sie gern zu Hause mitsprechen. Lasst uns beten. Guter Gott, aus der Verbundenheit zu dir erwächst uns Hoffnung. Die Verbundenheit zu dir führt uns zusammen. Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen, für uns Konfirmandinnen und Konfirmanden, die nun auf einen neuen Konfirmationstermin warten, für die, die nun viel zu Hause sind und vielleicht erst in der nächsten Zeit wieder in die Schule oder den Kindergarten dürfen. Wir bitten dich aber auch für die Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher. Sei bei uns allen. Lass uns deine Verbundenheit spüren. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten für die Menschen, die in diesen Tagen darunter leiden, weniger Kontakt zu haben, denen die Möglichkeit fehlt, vertraute Menschen zu treffen.
Wir bitten dich für ältere Menschen, für Menschen, die krank sind, für Menschen, die trauern. Sei bei ihnen allen. Lass sie deine Verbundenheit spüren. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Und, guter Gott, wir bitten dich für deine Kirche, hier in Heid und in aller Welt. Wir denken heute auch besonders an unsere Partnergemeinde auf Sansibar. Auch dort leiden die Menschen unter der Pandemie. Sei mitten unter uns, an allen Orten, und lass uns erfahren, dass die Verbundenheit zu dir uns zusammenführt, egal wie weit wir räumlich auseinander sind. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Gemeinsam beten wir das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldiger. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diesen Tag und in die kommende Zeit als die Gesegneten Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.